Alrighty, da geht's weiter. Der Run, der mir seit langem mal wirklich heftiges Kopfzerbrechen bereitet. Ihr seht oben an der Hülle, es blinkt rot. Die Jungs verabschieden sich schon so langsam und schreiben alle ihr Testament. Ah, ja, wir sind kurz vor dem Ende oder vor einem glorreichen Sieg. Ich habe keine Ahnung, wo das hier hinführen soll. Noch haben wir 90 Scrap und ich bin so ein bisschen am Überlegen, woran wir arbeiten sollten. Waffen finden wir bei diesem Run nicht wirklich. Wir finden gar nichts. Wir haben mal ein, zwei Drohnen gefunden, die musste ich verkaufen, weil ich dringend den Scrap brauchte. Wird es ein Run, an dem wir einfach nur mit dem Artillery Beam durchkommen? Ich weiß es nicht. Aber um uns ungefähr so gerade so über Wasser zu halten, ich glaube, wir müssen mehr in die Triebwerke investieren. Sobald ich eine Waffe finde, klar, muss ich an meinen Waffensystemen arbeiten, aber bevor die nicht da sind, kann ich das echt nicht machen. Na, schmeiße ich jetzt sofort die 90 Scrap raus? Oder gucke ich mal ganz kurz? Ja, wir schauen erstmal in den nächsten Sektor. Mantis oder Rebellen? Mantis sind berühmt dafür, an Bord zu teleportieren. Und ihre Rebellen sind sowieso ekelhaft. Aber ich glaube, wenn ich mir die beiden angucke, will ich jetzt, ich glaube, lieber zu den Rebellen springen. Irgendwie habe ich gerade Angst vor Mantis. Deswegen ab dafür. Und mal gucken, auf was wir hier treffen. Trommelwirbel, wir sehen einen Store und sofort hin. Oh, ein Heavy Laser. Gibt uns ein bisschen mehr Feuerkraft. Leider nur ein Schuss, der zwar zwei Schaden macht. Ja. Noch haben wir gerade so genügend Raketen, dass wir mit unserer Ionenbombe auskommen. Ich weiß nicht. Was mache ich? Gerade so genügend Treibstoff. Wahrscheinlich werde ich nichts in Treibstoff investieren. Den Heavy Laser vielleicht kaufen. Es schießt schnell. Wenn die Ionenbombe ihr Ziel findet, können wir mit dem Heavy Laser wenigstens ein bisschen Schaden auf verschiedene Ziele austeilen. Ist zwar nicht so die Waffe meiner Wahl, aber ich glaube, ich muss sie shoppen. Aber ich muss mich auch reparieren. Was tue ich? Hermes, für 3 Power brauchen wir ewig. Da kaufe ich lieber den Heavy Laser. Kann ihn zwar nicht sofort einsetzen. Und die restlichen Schrott rein in der Reparatur. Okay, damit habe ich einen Heavy Laser, der noch nicht befeuert werden kann. Was brauchen wir? Wir brauchen 25 Scrap für die Waffensysteme, 30, also 55, um ihn auch benutzen zu können. Gut, das nächste Ziel. 55 Scrap, here I come. Eighth Civilian Ship. Was haben wir denn vor uns? Eine Autodrohne, ein Autoscout besser gesagt. Gut, wir machen weiter wie bisher. Ionenbombe rauf auf die Schilde. Sobald die Schilde unten sind, versuche ich ein bisschen was von seinen Waffen abzuschaben. Rakete fliegt vorbei. Sehr gut. Die Ionenbombe trifft hoffentlich. Nein, trifft leider nicht. Dann warte ich mal ganz kurz auf den Artillery Beam. Ja. Oh, Slice and Dice auf Normal unlocked. Wir kommen immer noch nicht durch die Schilde. Die Raketen sind außer Kraft, deswegen mache ich mal ganz kurz nichts. Das war knapp. Komm. Die Stärke des Federation Cruisers. Der Artillery Beam macht sein Übriges. Wir kommen nicht durch. Die Rakete ist gleich im Anmarsch. Ich drücke einfach nur die Daumen. Schließe meine Augen und hoffe, dass wir... der trifft leider. Okay, Krankenstation. Wen schicken wir hin? Ganz kurz den guten Ryan von den Schilden. Yes, da hätten wir den Autoscout zerschossen. 33 Scrap, nochmal 28 obendrauf. Na, da oben, die Leiste sieht schon mal ganz gut aus. Der Scrap ist in Ordnung. Wir hätten jetzt 55. Ich guck mal ganz kurz, ob wir den nächsten Store gleich in Reichweite haben. Nein, leider noch nicht. Bevor ich jetzt ein Risiko eingehe, her mit der Waffe. Da haben wir den Heavy Laser angefeuert. Weiter geht's. Mal gucken, was als nächstes kommt. Um ganz ehrlich zu sein, ich dachte, der Run, der eine Part hier endet so in der dritten Minute mit unserem ersten Kampf.
Aber nein. Eine Abwehrdrohne. Aha. Ihr könnt nicht teleportieren. Ihr habt keine extreme Laserstärke. Ich glaube, ich schau einfach mal und guck, was mein Artillery Beam im ersten Volley ausrichtet. Ryan ist auf Stufe 2 gestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sehr gut. Da. Dual Laser auf die Schilde. Leider geht einer daneben. Sehr schade. Ich versuch's im zweiten Mal. Wenn beide geladen sind. Na gut, da ist der dritte Schildpunkt. Kann ich mir knicken. Artilleriebeam. Oh, sie versuchen wegzuspringen. Jump imminent. Auch die Anzeige ist neu. Na gut, wir haben keinen Schaden genommen, haben aber auch nichts abgekriegt. Egal. Streichen wir aus dem Logbuch. Muss ja keiner erfahren. Ein kleines Rebellenschiff. Mit einem Teleporter. Na gut, hier werde ich auf jeden Fall meine Ionenbombe reinschmeißen. Sie versuchen auch noch abzuhauen. Okay. Sie springen nach oben. Erste Salve, wenn ich durchkommen sollte, komplett aufs Cockpit, um sie am Wegspringen zu hindern. Na los, triff. Ja. Oh, sie versuchen sich durchzukämpfen und krepieren so schon. Ich schließe die Schotten wieder. Heavy Laser. Fast komplett die Triebwerke zerschossen. Das ist mein erstes großes Problem. Ja, Triebwerke sind kaputt. Artillery Beam kommt und das war's. War sehr gut gelaufen. 40 Scrap. Es gibt dem kompletten Schiff gut. Keiner hat Schaden genommen. Weg hier, die Rebellen kommen mir ein bisschen zu nah, um ehrlich zu sein. Autoscout. Oh, er hat ein Drohnensystem. Mal gucken, was er uns entgegenschickt. Worum kümmere ich mich als erstes? Oh, zwei Angriffsdrohnen, einen Laser und einen Beam. Okay, muss ich irgendwie mit auskommen. Die Rakete fliegt vorbei, schöne Sache. Waffen sind schon mal einige unten. Artillery Beam Ende macht den Rest. Ja, kriege ich die Rakete? Ah, ich hab, warum schieße ich denn auf die verdammten Schilde? Ah, gut. Wer blöd schießt, muss leiden. Da sind die Waffen unten. Der nächste Dual Laser auf die Schilde. Und das wär's. Fuel, ordentlich Scrap. Wahnsinn. Ja, ist immer schön, wenn man merkt, wenn man in den Sektoren vorankommt und auf einmal wahnsinnig große Mengen Scrap anhäuft. Ich hole mir einen weiteren Punkt Triebwerke. Ab jetzt wird an der Reparatur gearbeitet und am vierten Schildpunkt, der wird nämlich jetzt echt dringend benötigt. Und schon wieder. Ja, 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 die Rebellen lassen einen nicht in Ruhe. Das gute Stück schon wieder. Zwei Beamdrohnen stören mich weniger. Ich will erstmal seine Schilde runterkriegen und mich ganz schnell um seine Raketensysteme kümmern. Knapp. Das hat gesessen. Raketen sind außer Kraft. Artillery Beam hat gesessen. Boom. 25 Scrap, 3 Fuel wollt ihr mir geben. Ich könnte alles gut gebrauchen. Aber ich will mehr. Gebt mir alles, was ihr habt. Dual Laser ist ready. Cockpit zerballert. Und der Beam wird das Spielchen beenden. Sehr schön. Fuel, wahnsinnig großer Unterschied zum Scrap, den ich sonst gekriegt hätte. Sehr schön. Was brauche ich eigentlich? Die üblichen 180... 210 und nochmal 35 obendrauf, 245. Wow, das wird dauern. Da hätten wir unseren Store, den ich direkt mitnehme. Aber vorher sammle ich noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir eine schöne Augmentation. Was hätten wir hier? Ein Autoscout, drei Schildpunkte, Raketen und eine nette, mittelmäßig gute Mischung an Lasern. Gut, ich versuche an die Daten zu kommen.
schaffe es sogar ohne einen Kampf, 30 Scrap obendrauf. Da hätten wir einen Kampf. Hier ein... Okay, wie weit springen die Rebellen? Beim nächsten Sprung so weit, einen Sprung weiter so weit. Ich weiß nicht genau, ob ich mir 3 Beacons wirklich erlauben kann. Und im 6. Sektor kann ich das Risiko echt nicht eingehen. Ich muss in den Store. Oder mache ich noch diesen einen? Nee, ich muss im Store vorbei. Es geht leider nicht anders. Was habt ihr hier? Crew-Teleporter interessiert mich nicht, weil ich keine Kämpfer opfern kann. Oder besser gesagt, was heißt opfern? Rüberschicken kann. Dafür eine Drohnenkontrolle, die mir auch nichts bringt. FTL Recharge Booster, Advanced FTL Navigation. Beides im Grunde vollkommen nebensächlich für den Punkt, an dem ich gerade stehe. Deswegen eine kleine Reparatur. Die restliche kriegen wir im letzten Sektor. Hoffentlich. Und jetzt bin ich am Überlegen, schaffe ich vielleicht noch diesen einen Beacon hier? Es wird knapp, es wird knapp. Ich gehe das Risiko ein. Wir brauchen mehr Kohle. Da hätten wir einen Kampf. 3 Schildpunkte, ein Teleporter. Mal gucken, wie es läuft. Wo springen die Jungs hin? Da oben. Ich nehme erstmal den Sauerstoff raus. Nicht nur aus dem einen Raum, sondern hier unten auch noch. Oh, die sind stark. Sie sind ziemlich stark. Ganz fix. Die Bombe geht daneben. Meine genauso. Na, wie weit kommen sie durch? Oh, ganz schön weit. Der ist leider daneben gegangen. Oh, die Bombe sitzt. Oh, kriege ich meinen Engie da durch? Ups, ich brauche Energie auf der Krankenstation. Die Jungs da unten wuseln immer noch. Die Bombe will ich mir sparen. Sie kommen dadurch, ich bin den Rebellen los. Puh, und bin auch die Angreifer los. Nein, bin ich nicht. Wo wollen sie rein? Da wollen sie rein. Na gut, auf der Krankenstation könnt ihr euch eigentlich mit mir prügeln. Nein, sie sind draufgegangen. Da hat's die Jungs zerlegt. Puh, Schotten dicht. Alles zu, ich warte ganz kurz, bis der Sauerstoff wieder da ist. Da sollte er schon mal in Ordnung sein. Okay, jetzt könnte ich mir den Rest auch genau erlauben. Unser Co-Pilot. Mittlerweile ist er Hauptpilot. Er kümmert sich um die Kameras. Wieso bin ich gerade so krass nervös? Vielleicht hört das an meiner Stimme. 100 Scrap, nicht die Welt. Und wir schaffen es glücklicherweise, ohne in Rebellen reinzuspringen. Na, was habt ihr hier für mich? Ach was, hier im Exit Beacon noch ein Kampf. Slaver Scum, wir könnten jemanden einkaufen. Ne, den lasse ich mir lieber schenken. Ich hoffe, ich komme mit ihnen klar. Wir greifen sie an. Ups, da springt ihr hin. Nur einen einzelnen. Na gut, dann muss ich unser kleiner Engie da wohl behaupten. Ich stelle den zweiten mal hier hin. Komm, Ionenbombe trifft. Okay, wir nehmen ihr Angebot an, kriegen einen Menschen geschenkt, den wir quer über unser Schiff schicken können. Und ihr beide, schaut mal bitte auf der Krankenstation nach. Wo stellen wir den Guten hin? Wahrscheinlich... Ja, gleich in den Artillery Beam, dann kann er sofort reparieren, falls es sein müsste. Jones an die Waffen, ausgeladen wie er ist. Ryan genauso. Na gut. Geht's euch allen gut? Ja, das Schiff ist in mittelmäßig gutem Zustand. Wir springen weiter in den Engie-Sektor. Vorletzter. Ab dafür. Unsere Ressourcen sind akzeptabel. Wir könnten Treibstoff kaufen, was... Der Treibstoff ist günstig, aber ich glaube, wir sollten durchkommen. Da oben hätten wir einen Store. Fliege ich im Store vorbei, repariere mich oder hoffe ich einfach drauf? 4 Fuel. Jetzt hätte ich den gebrauchen können.
Na, schaffe ich es jetzt nach oben zum Store? Es ist ein krass starkes Rockschiff, was mir vielleicht was Gutes als Bezahlung gibt. Vielleicht sogar eine Waffe. Ich gebe ihnen 4 Fuel, sitz fast da ohne Treibstoff. Daumen drücken. 70 Scrap. Sehr gut. Da unten ist ein Store, in den ich dann gleich mal reinsegle. Nicht schlecht. Das könnte uns gut nach vorne bringen. Scanners, Drone Recovery Arm, beides uninteressant. Ich kaufe den Treibstoff. Noch was zu verkaufen? Nein. Ich repariere mich ein wenig weiter, nicht zu viel. Wir werden im letzten Sektor nochmal ordentlich repariert. Vielleicht sogar zweimal, wenn wir noch in einem Repair-Sektor vorbei, in einem Repair-Beacon vorbeifliegen. Hier unten hätten wir ein Distress-Signal. Na, schauen wir doch mal, wer da Hilfe braucht. Board the station. So spät, warum nicht? Oh, wir könnten Drohnen, Bauplan rausholen und selbst retten oder vielleicht einen Engi kriegen, da wir ordentlich Schaden nehmen werden. Ich versuche, den Engi rauszuholen. Und es passiert uns sonst nichts. Wunderbar. Ich bedanke mich. Wo schicken wir dich hin? Hier mal schön ins... in den Front... da gehen mir die Worte aus. Ins Vorderteil unseres Schiffes. Okay, der sollte das hier ordentlich reparieren können. Haben wir hier 3 Engis zu stehen an Waffen und Schilden. Sehr schön. Weiter geht's. Kommen wir hier gut durch, damit uns die Rebellen nicht einholen. Ja, sieht gut aus. Ganz schnell noch Energie aus der Krankenstation rausnehmen. Wow, was habt ihr denn? Bomben, Firebeam, einen Laser und Raketen. Und Cloaking. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich kaufe mich nicht frei. Das habe ich noch nie gemacht und ich werde es auch dieses Mal nicht machen. Piraten, ich scheiß auf euch. Hoffentlich war das kein überheblicher Ansatz. Mal gucken, wo wir landen. Gut, erste Handlung, wie immer, Ionenbombe rauf auf die Schilde. Mit einer Ausweichchance von ungefähr 50%. Ah, die Feuerbombe landet auf unseren Waffen. Nicht gut. Ionenbombe ging, glaube ich, gerade daneben. Ärgerlich. Okay, der Schaden ging durch. Türen sind auch am Brennen. Waffen sind komplett weg. Na gut. Mal gucken, wo das hinführt. Türen sind zerschossen. Ich kann die Türen nicht öffnen, was mir mittelmäßig Kopfzerbrechen bereitet. Kümmert euch mal ganz schnell da oben. Ah, vielleicht schafft es unser Mensch. Das Feuer breitet sich aus. Waffen wieder reinschmeißen. Oh, das hat unseren Sultan zerlegt. Verdammt. Engi nach unten bringen. Ionenbombe auf die Schilde. Wir können nicht mehr ausweichen. Er versucht, sich freizukaufen und genau das werde ich machen. 5 Fuel, 5 Raketen, 27 Scrap. Mehr kann ich gerade echt nicht erhoffen. Oh, wow, 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 wow. Noch eine harte Breitseite, bevor wir aus diesem Sektor springen. Das Loch ist geschlossen. Ich schicke mal ganz kurz alle Engis nach unten. Ups. Klar, solange die Türen hier offen sind, haben wir natürlich unser kleines Problem. Der letzte Engi hilft hier auch noch aus. Und wenn ihr zu zweit seid, genau jetzt runter, Türen reparieren. Ja, das hat geklappt. Bloß raus hier. 200 Scrap. Wie viel habe ich gesagt, brauche ich? Irgendwas um die 250 für meinen letzten wirklich hart benötigten Schildpunkt. Wir haben unseren Sultan an den Triebwerken verloren. Ah, was für ein bitterer Schlag. Und das so spät. Wir werden es nicht mehr schaffen, irgendwen hochtrainieren zu können. Klar, ich kann jetzt den Menschen da stehen lassen, was ich auch tun werde. Dann ist Martin immer noch frei, um sich ums Schiff zu kümmern. Aber ich hätte mir Schöneres vorstellen können. So, du noch eine kleine
Heilung. So, Krankenstation außer Kraft gesetzt. Brauchen wir erstmal nicht. Weiter im Text. Und hier hoch geht's. Booby Trap the Cage mit zwei Raketen. Damit lassen uns die Rebellen in Ruhe. Das werde ich mal tun. Dann können wir nämlich noch ein bisschen mehr erforschen, was mir echt gut entgegenkommt. Sie haben einen Beam, zwei Laser. Da sollten wir mit umgehen können. Erstmal das Superschild runterhacken. Bevor sie schießen, hau ich mal kurz ein bisschen mehr Energie in die Triebwerke. Gut. So. Oh, Schilde schon mal ein bisschen verletzt. Warum nicht? Kann man machen. Dual Laser rein. Heavy hinterher. Sehr schön getroffen. Auf die nächste Salve warten und der ausweichen. Und sie versuchen abzuhauen. Na gut, zeigt, was er könnt, meine Guten. Versuchen, sich frei zu kaufen. 34 Scrap, ein bisschen Fuel. Ich glaube, ich schaffe es, bevor sie wegspringen. Daumen drücken. Yeah. Perfekt. 60 Scrap. Ah, der Shop ist in Reichweite. Ich muss noch mal ganz kurz zusammenrechnen. 180 für die Schildpunkte. 180 plus 65. Ich kann mir den letzten Schildpunkt leisten. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ah, wir haben den Store direkt vor der Nase. Dann lasse ich mich erstmal mindestens auf 50% reparieren. Genau. Wir haben nichts zu verkaufen. Wie immer. Nichts, was mich hier krass interessiert. Zack, bisschen über 50%. Das sollte helfen. Brauchen wir jetzt noch einen neuen Rekruten? Eigentlich nicht mehr. Ne, nicht wirklich. Weiter geht's. Ganz fix noch ein bisschen Scrap gesammelt. Vierten Schildpunkt gekauft. Und dann sind wir mittelmäßig gut ausgerüstet. Ja, im Grunde wirklich mittelmäßig, um uns... Na... Ja, das war ein Treffer. Okay. Hopp, ich darf den Überblick nicht verlieren. Artillery Beam hat gerade gefeuert. Gut. Habe ich irgendwo ein Loch? Ne, der Gegner hat gerade ein Loch abbekommen. Sehr schön. Schilde sind unten. Kleinen Schaden an den Triebwerken. Na gut, da ist der Artillery Beam quer übers Schiff. Ihr wollt euch schon wieder freikaufen. 38 Scrap. Ich krieg noch mehr, wenn ich euch zerschieße und genau darauf setze ich's an. Na los. Zack, zack. Bam. 60. Das wollte ich sehen. Da ist der letzte Schildpunkt. Die letzten 45 packe ich ins Cockpit, damit es uns nicht zerballert wird. Was brauchen wir noch? Im Grunde eine Menge. Aber das Wichtigste an dieser Stelle wären mir eigentlich die Kameras, damit ich sehe, was auf dem gegnerischen Schiff so los ist. Ich investiere es mal direkt. Kurz reparieren, bis die Schilde wieder da sind. Puh, und mit dem Scrap, den ich ab jetzt kriege... Ein Energiepunkt für 35, genau. Und dann sieht's zwar nicht rosig aus, aber so gut wie wir können. Das war der nächste Teil und jo, ich verabschiede mich. Fresh Kappa ist raus, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh oh, ob das im nächsten Mal wirklich klappt, wenn wir im Last Stand ankommen. Mal schauen, drückt die Daumen. Bye bye!